Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, wir haben jetzt in der letzten Folge für euch gestern, für mich vor 10 Minuten ungefähr, haben wir angefangen mit dem Crafting Cube, mit dem Prozi 2.0. Ich frage mich auch ganz ehrlich, wieso ich immer noch die Netherwarzen pflanze. Brauchen wir die für irgendwas? Wow, Crop Netherwart. Autospawner haben wir. Log. Slime. Soil. Dirt. Name braucht man immer. Ja, Vertränke halt. Ja. Also so krass wichtig sind die eigentlich auch nicht. Aber gut. Wir haben sie und das war's. Was wir auf jeden Fall noch brauchen werden. Wir werden noch. Crafting CPUs brauchen. Und da werden wir ein paar mehr brauchen. Vier werden zwar nicht reichen, aber die können wir schon mal einbauen. Und dann kann ich mal. Da kann ich mal in der Zwischenzeit erklären, was für was sie alles hier zustande sind. Also, Pattern Provider. Seht ihr jetzt hier sogar irgendwie so ganz viele Festplatten. Die Pattern Provider sind dafür da, da werden die Rezepte drauf gespeichert. Die werden in sogenannten. Wo sind sie? Hier in den MB Blank Pattern gespeichert. Werden relativ easy hergestellt. Die werden über den Pattern Encoder hergestellt. Das ist auch kein großes Wunderwerk, die herzustellen. Und dann hier reingelegt. Man muss jetzt aber nicht hier jedes Mal wirklich das aufmachen oder irgendwie so reinlatschen. Wenn er fertig ist, ist das ein Multiblock, der immer erreichbar ist. So, Crafting CPU. Kann man nicht anklicken. Vielleicht hört das gerade. Der sollte das jetzt gehört haben. Da passiert nicht wirklich mit viel. Die sind einfach für die Rechenleistung da, das heißt, wie schnell der craftet. Was ich vorhatte, ich wollte bis hier die Pattern Provider machen, dass wir vier Seiten haben und den Rest Crafting CPUs. So, das Zeug nehme ich mal ganz schnell mit. Weil, ihr habt schon gesehen, wir werden noch einiges an den Crafting CPUs brauchen. Die brauchen wir. Fehlt mir jetzt da unten? Ach, Silikon. Ich dachte schon irgendwas Wichtiges. Sehr das Quarz, das schmelze ich mal schnell. So, und auch hier kleines Update für die Pokémon-Quacks unter euch. Also, ich kenne ja mal so einen Pappenheimer. Ich hatte ja letztens gesagt, dass ich mir als Ziel genommen habe, einmal den Pokédex komplett zu füllen. Naja. Ich brauche ein neues Ziel. Ich hab's geschafft. Ich war einfach mal wirklich so behindert in der Birne und hab 719 Pokémon eingefangen und getauscht und so weiter. Auch wirklich mit allen Event-Pokémon und so weiter. Die Mühe habe ich mir gemacht. Ich habe die Mühe nicht ertauscht. Ey, ihr wollt nicht wissen, was das für ein Krampf war teilweise. War ich noch ganz stolz drauf. Mal ganz kurz dazwischen. Unten. Hup. Also ich kann sagen, was voll Zinn haben wir genug, wenn uns irgendwann der Zinn ausgeht oder das Eisen. Dann habe ich was falsch gemacht. Bin aber auch immer noch am überlegen, was ich noch machen kann. Vielleicht nehme ich noch danach eine schnelle Folge auf und ich wüsste schon, oder ich weiß nicht. Also das, was ich jetzt vorhabe, das könnte man eigentlich auch so zwischendurch jetzt nochmal machen. Aber naja, schauen wir mal. Die sind fertig. Ich will aber auch nicht wissen, wie hier diese. Also heute, merkt schon, heute habe ich es wieder mit der deutschen Sprache. Wie die ganzen CPUs und so weiter, diese Chips hier laufen. Ich meine, wir nehmen Diamanten, packen das mit zwei roten Steinen rein.
und pressen das einfach und backen das bei 3000 Grad. Ich will nicht wissen, was das für Prozessoren sind. Aber naja. Ach, mir geht's Glowstone aus. Ich dachte, ich hätte jetzt schon keine, wieder kein Silikon oder so gehabt. Aber wenn es ja Glowstone ist. Den können wir hier pulverisieren. Ach, Flower. Nummer 3 geschafft. So, jetzt brauchen wir nur noch 5 und 3 von denen. Junge, Junge, ich könnte vor Freude in die Luft springen. Komm, ich schmeiß noch mal währenddessen die Erze drüben hin. Na. Oh, ich weiß auch beim RBT damals, da war das Erzverarbeiten immer ein Krampf. Bis wir das mal ordentlich geschissen bekommen hatten. Golder Priorität. Ja, ich glaube, hier den Ofen brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Können wir so für zwischendurch einmal benutzen. Also grundlegend hat der es geschafft. Gut, dann schaue ich auch noch her, dass ich nochmal für euch eine Runde Deponia aufnehme. Oder Chaos auf Deponia. Habt ihr ja schon wieder länger keine Folge bekommen und ich würde auch gerne da mal was weiterzocken. Ich weiß sogar gar nicht mehr, wo ich dran war. Ja, das ist wieder typisch Deutsch und sein Alzheimer-Gedächtnis. Okay, Pattern Provider waren wir dran. Da brauchen wir noch ein paar von. Ach, jetzt ist das auch noch kaputt. Das ist ja sehr schön. Blub. Mach ich nochmal 2. Okay, wir waren da dran. Nein, ich will. Ich glaube, das war gerade ein Fehler. So, aber nochmal so eine grundlegende Frage. Ich glaube, das habe ich schon mal gestellt, aber was soll ich nach Sky Factory? Nach Sky Factory, ich bin da so verballert in der Birne. Nach Tech World aufnehmen. Weil, ich weiß nicht, ich hab euch mal so einen Vorschlag bekommen vom Mike Brand. Haben mich angeboten, nochmal angeboten, ob ich nicht mal Minecraft Shine aufnehmen kann. Habe ich mir mal soweit überlegt, auch mal versucht zu installieren. Gab da schon ein paar Probleme bei mir. Und als ich jetzt hier gesehen habe, dass jetzt hier solche größeren YouTuber wie Spark Phoenix, Skate und so weiter, da jetzt auch hier Minecraft Shine aufnehmen, dachte ich, ne, das bringt dann schon gar nichts mehr. Das ist schon wieder. Dann sehe ich nur schon wieder die Kommentare kommen: du machst voll die und die nach. Also da ist meine Motivation ganz ehrlich was gesunken und habe ich gesagt: Tut mir leid, aber gebe es bei mir nicht. Hoffe ich, dass ihr dafür Verständnis habt. Ach, jetzt fehlt der Flux-Tast. Und dann der Quarz-Tast. Was ich mir auch mal überlegt hatte. Sky Factory, aber naja. Ich habe jetzt schon vom Street gehört, dass das ein ganz krasser Aufwand war. Und naja, das würde nicht so wirklich bringen, wenn ich das im Singleplayer spielen würde. Da würdet ihr pro Tag sehen, wie ich vielleicht die ganzen Nerze durchschiebe oder so weiter. Das ist jetzt krass übertrieben, aber. Ich bin auf jeden Fall echt am Überlegen, was ich machen soll. Okay. Hm. 3, 4. Na, Pattern Provider.
brauchen wir von denen dann noch ein paar. Vier. Wie sieht das eigentlich mit den Dias aus? Ah, das ist nicht schön. Gibt es denn so grundlegend etwas, was ihr halt sehen wollt? Das muss auch nicht so wirklich Technik sein, das könnte auch irgendwie so Magie oder sowas sein, oder erkunden. Boah, da drüben sind Schleims, die habe ich jetzt erstmal kaputt. Karambolage, auf die Fräse hauen! Boots! Gibt auch einen Pass. Oh, Miniatur wird hart. Ja, mit dem wird hart gemacht, weil machen wir mal zu viele von denen haben. Also von Diamanten und so weiter. Ich meine, vom Alu ist es bisher kein Problem, aber Dias. Die sind dann doch schon ein bisschen wertvoller. Boss Nine Balls bekommen. Oh, Alter, wäre ich fast in die Gülle gefallen. Also ich bin ja ehrlich, ich habe gerade fest damit gerechnet, dass in dem Moment, wo ich da drüber latsche, ein Baum generiert wird. Ich war da drin. So. Was fehlt mir jetzt schon wieder da unten? Habe ich davon zu wenig gemacht? Gut, Pattern Provider. Doof. Oh, doof. Machen wir nochmal 4 Crafting CPUs und die letzten Events. So, Crafting CPU. Eins, zwei, drei, vier. So, dann sollten wir das jetzt auch schon fast geschafft haben. Sollte man es auch gerade in der Aufnahme gehört haben, ich bitte zu entschuldigen, wenn ich so ab und zu mal kurz was esse. Ich habe gerade einen riesen Hunger, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Okay, machen wir mal die restlichen 6 Seedwins. Und dann sollte hier jetzt, wenn alles klappt, der Klotzi-Zack-Knull leben. So, und jetzt noch die Seedwins. Und, jawoll, er hat sich verbunden. Jetzt haben wir hier schön 5 Seiten, wo wir die Rezepte drauf speichern können. Was wir aber für ein Problem ist haben, der hat keine Verbindung zum ME-System. Und wie wir das lösen, ist relativ easy. Wir brauchen nur ME-Kabel, haben wir noch 28. Auf der Leiter wird Photon. Das wollte ich unterirdisch verlegen. Immer noch den Aquios von damals. Ich war gerade überlegen, hey, wieso steht denn der Aquios? Das ist eingefallen, ah, da war ja was. Ah, nee. Den muss ich ja wirklich noch eins darunter verlegen. So, auf jeden Fall, da hat er jetzt schon verbunden. Und zog. Gut, machen wir das hier noch weg. Dann werden wir wieder rauskommen. Weil Problem war ja halt wirklich, dass wir das so verlegen müssen. Man kann die Cover ja nicht drauflegen. Ich weiß, das geht mit den Fassaden. Aber von denen bin ich echt kein Fan. Auf jeden Fall, der hat sich jetzt verbunden mit dem ME-System. Und ich glaube, hier kann es gerade was spawnen. Jawohl.
Na, setz mal die noch. Eins darüber. Sehr schön. Schau gerade echt eine krasse FPS-Einschwankbosche. Aber gut, was wir jetzt noch brauchen, ist ein ME-Pattern-Encoder. Halt, brauchen wir noch eine Conversion-Matrix für. Wir brauchen noch eine Crafting-Bench dafür oder Crafting-Table. Fertig. So. Hier noch von Pokémon gesprochen und jetzt kommt das. Den stellen wir dann hier dran. Können wir dann hier reinschauen. Komisches Overview. Overview, Interface. Habe ich gerade gekratzt, hab nicht gegessen, diesmal war ich unschuldig. Wir brauchen Blank Pattern. Jetzt haben wir echt kein Glas mehr. Ja, heute fehlt mir aber auch alles, ne? Das ist irgendwie in den letzten Aufnahmen bei mir immer so. Wobei ich ja auch schon ganz ehrlich bei der Überlegung war, ob ich nach dem Projekt mit Street Digger, was jetzt schon angekündigt wurde, ob ich vielleicht dann manchmal so eine kleine Pause von Minecraft machen. Alter, wie viel Sinn haben wir denn? Ja, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Wie gesagt, ob ich schon einfach nach dem Projekt mit Street Digger mal so eine grundlegende Pause von Minecraft machen soll. Und vielleicht mal sowas anderes aufnehmen. Gibt's da schon so vieles auf YouTube, also ich bin ehrlich, wirklich was Neues zu finden, was noch keiner gemacht hat, ist echt schwierig. Da musst du richtig krass die Augen aufhalten. Hat mir aber auch schon überlegt, ob ich einfach zu den RPGs erstmal zurückgehe, wie Skyrim oder so. Skyrim hätte ich echt mal wieder Bock. Aber gut, jetzt erstmal hier zurück. Wir haben jetzt hier diese Blank Patterns gemacht. ME Blank Pattern. Jetzt können wir uns hier einfach so ein Rezept raussuchen. Zum Beispiel Quantum Field Ring. Können wir hier so einspeisen. Könnten wir einen Code klicken. Ist das hier drauf. So, könnten wir jetzt craften. Wird dann jetzt hier reingelegt. Wird angezeigt. Haben wir. So, jetzt bräuchte er aber genau die Ressourcen, also der bräuchte wirklich im ME, bräuchte der 4 Eisenbarren, 2 ME Basic Prozessoren, ein ME Advanced Prozessor, eine Energy Zelle und ein ME Kabel. Haben wir vieles davon nicht, also sag mal Advanced Basic Prozessoren und Energy Zelle haben wir nicht, hat nur Eisen und ME Kabel, kann er nicht craften. Okay. Müsste man eigentlich Schritt für Schritt jetzt machen, das Rezept brauchen wir nicht, dann kann man das einfach hier so Shift Rechtsklick machen, und es ist resettet, dann kann man wieder oben reinlegen. Das brauchen wir auch nicht. Grundlegend das erste Rezept, was wir auf eine ME Blank Pattern speichern müssen, ist eine ME Blank Pattern. Encode. Haben wir drauf. So. Den stopfe ich dann nochmal oben als Glas dazu. 19 Glas haben wir wieder. Und wenn man jetzt hier aufs Craftable geht, dann sagen wir mal, wir wollen 10 davon haben. Schauen wir mal nach. Wir haben 10. ME Blank Pattern. Die packen wir schon mal ganz schnell dazu. So, was wir auch noch ziemlich oft brauchen, ist ME Kabel. Encode. Wir brauchen Fluix Dust. Encode. Was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Können nochmal einen Basic, obwohl den Pisten erstmal. So, jetzt haben wir hier ein schönes Problem. Der würde jetzt versuchen, genau aus den Materialien Pisten zu craften. Wollen wir nicht, deswegen müssen wir das noch ein bisschen bearbeiten, das Rezept. Da brauchen wir auch gut für. Das können wir eigentlich auch schon mal direkt mit. Obwohl. Cobblestone. Das wird jetzt mal bearbeitet, das Rezept. Halt, wir gehen jetzt so viele Rezepte durch wie möglich. Doof, 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 doof. Doof, doof, doof. So, jetzt macht er was erarbeitet, dann macht er aus 3 Oakwood, 4 Cobblestone, 1 Eisen und Redstone macht er jetzt ein bisschen, so wie es sein soll. Schmeißen wir jetzt mal alles dazu. Wir speichern jetzt erstmal so viel ein, wie es geht. Was wir auch mal einspeichern könnten, wären die Machine Frames.
Die haben wir schon. Okay. Den. Da haben wir wieder das gleiche Problem. Also man muss ja schon noch aufpassen, was du da einspeist. Na. Na. Doof. Encode. Dann brauchen wir noch die Redstone Reception Call ziemlich oft. Transmission Call auch. Das ist jetzt die Conductance Call auch. Was wir auch noch brauchen, ist die Energy Conduits. Da speichere ich einmal Leadstone ein. Sogar geschafft. Und die Hardened. Machen wir das hier. So, das speichere ich jetzt alles mal da ein. Jetzt habe ich mal so ein paar Rezepte drin. So, und wenn wir jetzt Bedarf haben, zum Beispiel wir brauchen neue Hardened Energy Conduits, dann kostet ihr sogar das vorherige. Was ich jetzt aber nochmal reinhauen wollte. Ja, close enough. Crafting Terminal, ein Crafting Monitor wollte ich noch bauen. Was der Crafting Monitor macht. Ganz einfach. Den packe ich jetzt mal hier oben drauf. Der hat sich jetzt verbunden. Sagen wir mal, er soll uns jetzt mal. Machen wir mal so viele Flux Dust. Jetzt sagt er, geht nicht, ich habe keinen Certus Quartz Dust. Also hier kann man immer sehen, was am Craften ist, was dem Material fehlt und wie viel er noch machen muss. Dann können wir jetzt einfach hier Shift und Klick auf das Item und der Auftrag ist gelöscht. War jetzt ein krasses Beispiel. Aber gut, ich würde sagen, die Folge ist damit jetzt schon lang genug. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.